Mehrmals am Tag macht es auf unseren Smartphones Ping, eine neue Nachricht, gleich mal nachsehen, was da los ist. Und wenn Sie dann schon lesen, Sie haben gewonnen, am besten gleich die SMS löschen, auch wenn zum Beispiel ein bekannter Firmenname darunter steht. Denn gewinnen kann wirklich nur einer, irgendein dubioser Absender und Abkassierer. Unser Reporter tappte selbst in genau diese Falle, allerdings der Kamera zuliebe und mit voller Absicht. Unser Reporter Moritz bekommt immer wieder SMS-Gewinnbenachrichtigungen von Nummern, die er gar nicht kennt. Herzlichen Glückwunsch, Rewe 500 Euro. Ihr iPhone 6S wartet. Sie hatten Glück bei der Ziehung. Ein iPhone geschenkt. Moritz will wissen, was passiert, wenn er tatsächlich mitmacht. Der Link in der SMS führt ihn zu dieser Website. Dort trägt er seine Daten ein. Wenige Tage später klingelt sein Telefon. Kürzlich an einem iPhone-Gewinnspiel teilgenommen. Ich rufe Sie jetzt an, um mit Ihnen über Ihre Lotto-Gewinnchancen zu sprechen. Sie können bei uns ein Abo für ein monatliches Tippspiel abschließen. Dann bekommen Sie obendrauf eine Gratisreise für Sie und eine Begleitperson nach Ostfriesland. Geschenkt. Knapp 50 Euro soll das Abo pro Monat kosten. Dafür immerhin die Gratisreise. Allerdings, bei 4 von 5 möglichen Terminen wird ein Saisonzuschlag fällig. In unserem Fall 75 Euro. Gratis sieht anders aus. Wenige Wochen später, 3.15 Uhr. Ein Busbahnhof in einem Vorort von Stuttgart. Hier holt ein Reisebus unseren Reporter ab. Die ganze Nacht durch hält der Bus immer wieder an und weitere Fahrgäste steigen ein. Um 13 Uhr schließlich Mittagessen in der Nähe von Kloppenburg. Hier lernt die Reisegruppe Dietmar vom Reiseveranstalter kennen. Er verkauft Ausflüge und preist ein Ausflugspaket für 169 Euro an. Fast alle buchen es. Schließlich will keiner das Wochenende im Hotel in Friedeburg festsitzen. Denn einen Bahnhof gibt es dort nicht. Und Busse fahren nur wenige am Tag. Ist das eine Masche? Der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sind solche Gewinnreisen bekannt. Grundsätzlich sind uns ja Kaffeefahrten schon seit Längerem bekannt. Jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Masche ein bisschen verlagert, dass also jetzt sozusagen die Reisen angeboten werden. Also im Rahmen von der Kaffeefahrt werden jetzt keine Heizdecken mehr angeboten, sondern eben dementsprechende Reisen und Ausflugsziele. Der Reiseveranstalter sieht das anders. Er schreibt uns, wir hätten ja keine Ausflüge dazu buchen müssen. Ursprünglich wollte unser Reporter ein neues Handy gewinnen. Davon hat er nichts mehr gehört. Dafür hat er viel Geld für eine angebliche Gratisreise ausgegeben. Deshalb solche Gewinnbenachrichtigungen am besten löschen. Genau, Finger weg.